Thank you.
seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'd phone. You don't, and I'm left alone singing a blues and crying. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't forget to see what you mean to me. This is going to be a pleasure.
Vielen Dank. Ist an? Ja, ist an. Sehr hervorragend. Herzlich willkommen in diesem Sinne. Leute, die hier schon mal Konzerte von mir besucht haben, wissen, dass ich das pflege, mit einem Solostück anzufangen. Und ja, das auch, war auch heute wieder der Fall. Das war jetzt einmal ein rein improvisiertes kleines Stück, in dem ich versucht habe, also ich habe mich im Zuge meines Masterstudiums hier, das ist ja so ein bisschen so ein zusammenfassender Abend hier heute, habe ich mich sehr viel mit verschiedenen Posaunisten beschäftigt, die solo konzertieren, also wirklich ganz alleine. Und das war jetzt so eine kleine Improvisation, die einfach mal so ein paar verschiedene Posaunisten abgedeckt hat tatsächlich. Das war zum Beispiel der ostdeutsche Posaunist Konrad Bauer oder der bekannte Albert Mangelsdorf, nachdem hier in der Hochschule im neuen Jazzlabor auch ein Raum benannt ist. Oder der schwedische Posaunist Ehe Tillin. Da waren jetzt so ein paar verschiedene Stilistiken einfach mal dabei, die ich nochmal präsentieren wollte, sehr gerne. Herzlich willkommen zu diesem Konzert hier in der Jazz Hall. Ich habe es vorher angekündigt, das spiegelt so ein bisschen diese zwei Gegenpole meines Schaffens wieder. Das eine ist, dass ich halt eben, was ich gerade gesagt habe, mit kleinen Besetzungen und Solo-Besetzung mich sehr viel beschäftigt habe. Und das zweite ist natürlich, als Posaunist spielt man sehr viel Big Band und große Formation. Und das werden wir im zweiten Teil des Konzertes dann erleben. Jetzt im ersten Teil freue ich mich sehr, nach diesem Solostück Ihnen meinen wunderbaren Duopartner und Freund und Gast Christopher Ohlisch am Vibraphon begrüßen zu dürfen. Chris und ich spielen tatsächlich seit, ja, seit ein paar Jahren schon mittlerweile zusammen. Immer mal wieder so neues Repertoire dazu bekommen und wir spielen eigentlich sehr gemischt Stücke von mir und von Chris selbst, also ausschließlich Eigenkomposition, und damit fangen wir jetzt auch an mit einem Stück von mir mit dem Titel Keep Going. Achso, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, ich habe das Stück gerade in Ass überwiegend gespielt und auch dieses Stück ist in Ass und ich habe jetzt ein bisschen festgestellt, tatsächlich Ass ist so vielleicht so ein bisschen meine Lieblingstonart. Ja, falls das jemanden interessiert. Viel Spaß bei heute Abend auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit Keep Going, Christopher Ohlisch. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Das war Blissful von Christopher Olesch. Eine Ballade, Blissful, im bisschen schon weihnachtlichen Anklang eigentlich, das Stück tatsächlich. Also man kann ja jetzt auch schon die ersten Lebkuchen im Supermarkt kaufen. Also gar nicht so unpassend mehr tatsächlich zu der Jahreszeit. Wir machen weiter ebenfalls mit einem Stück von Christopher Olesch mit dem Titel Zay. Das bildet so ein bisschen einen Clown wieder, so einen tanzenden Clown. Das Problem ist nur, der Clown ist halt nicht lustig. Und genau, so ist halt dieses Stück auch nicht lustig. Mm.
Vielen Dank. Das war ein Stück von mir, das ist jetzt ein Stück mit dem Titel New Places. Das habe ich zu dem Zeitpunkt geschrieben, an dem ich so langsam in Hamburg hier angekommen bin tatsächlich. Und von daher ist das ein Stück, was auf jeden Fall in dieses Programm gehört hat, um meine letzten Jahre hier so wieder zu spiegeln. Wir machen weiter. Wir haben noch ein bisschen was. zwei Stücke haben wir tatsächlich noch. Wir machen weiter mit einem Stück von Christopher Olsch, das ist unsere neueste Komposition im Programm. Mit dem etwas nebulösen Titel Nebelsache. Thank you.
Thank you.
Vielen, vielen Dank. Nebelsache war das von Christopher Ohlisch. Ja, wir kommen zu dem letzten Stück des ersten Sets. Nochmal ganz wichtig darauf hingewiesen. Im zweiten Set gibt es hier was ganz anderes. Gibt es hier ganz großen Posaunen. Apparat, könnte man sagen. Also wirklich, also 8 Posaunen und Rhythmusgruppe. Das hat man, glaube ich, so schon lange nicht mehr gehört. Bevor das passiert, spielen wir aber noch ein Stück. Das ist nämlich unser Rausschmeißer. Den spielen wir auch fast immer als letztes eigentlich. Und das ist ein Stück von mir. Das ist eigentlich gar kein richtiges Stück. Tatsächlich ist es einfach nur eine Akkordverbindung und irgendwann passiert da ein bisschen was. Und das Stück trägt den Titel Groove Major, was auch immer das heißen soll. Ja, gleich kurze Pause von 20 Minuten. Erfrischen Sie sich gerne an der Bar. Und dann sehen wir uns im zweiten Set wieder. Aber vorher Groove Major, Christopher Ohlisch am Mikrofon. Minuten Pause, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Wir haben einfach schon mal direkt angefangen. Genau, ja, das ist tatsächlich hier also ein wirkliches Novum, könnte man fast sagen. Beziehungsweise das gab es wirklich so seit 20 Jahren nicht mehr, diese Musik zu hören und so eine Besetzung zu spielen bestimmt auch nicht mehr. Deswegen bin ich sehr froh, Ihnen das hier heute Abend präsentieren zu dürfen. 8 Posaunen- und Rhythmusgruppe, das sieht man nicht so oft, glaube ich, oder? Yeah. Zu der Musik sei zu sagen, das ist, handelt sich, wir spielen heute die Musik von dem Hans Kempers Light Movements Orchestra. Hans Kemper ist ein toller Posaunist, deutscher Posaunist und zufälligerweise auch mein Stiefvater. Und es war schon immer so ein bisschen so ein Wunsch, diese Musik irgendwie aufzuführen. Und das war jetzt eine tolle Gelegenheit, einfach das mal umzusetzen. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr dankbar, dass wir hier so viele tolle Musiker zusammenbekommen haben. Denn 8 Posaunen in einer Stadt zu finden, ist manchmal gar nicht so schwer, gar nicht so einfach. Von daher, ja. Genau, diese Musik handelt, oder es hat alles so ein bisschen so einen leicht irischen Touch überwiegend tatsächlich. Das liegt daran, weil wir früher in den Sommerferien, also wir haben ein kleines Ferienhaus in Irland und da sind wir früher in den Sommerferien natürlich immer hingefahren. Und ja, deswegen ist da so ein bisschen der Einfluss vielleicht zu hören. Das erste Stück war ein Stück mit dem Titel Variation G1. Gab es auch in verschiedenen Besetzungen zu hören. Und wir machen weiter mit einem Stück, ebenfalls logischerweise von Hans Kemper, wie alle Stücke heute Abend. Es trägt den Titel November Suite. Es hat zwei doch sehr unterschiedliche Teile. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank. Nach diesem etwas wilderen Ausflug gehen wir jetzt wieder in etwas vertrautere Gefilde. Und zwar das nächste Stück ist, ja, könnte man fast schon sagen, ein richtiger Schwinger irgendwie so. Und das ist, da wechseln wir mal ganz kurz an die, in die französische Ecke, denn das Stück trägt den Titel La Vesse. Viel Spaß damit. Thank you.
We'll be right back.
Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war La Vez von Hans Kemper. Genau. Wir kommen tatsächlich sogar schon zum letzten Stück, aber, jetzt kommt das große Aber, das letzte Stück ist ziemlich lang. Das ist nämlich eigentlich 3 Stücke in einem. Und deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Deswegen kommt jetzt schon sozusagen die Abmoderation. Und natürlich ist es ja ein Masterkonzert hier in dem Fall, also ein Masterabschlusskonzert. Danach bin ich fertig als Studierender an dieser Hochschule. Bleibt mir da natürlich der Dank an einige wichtige Menschen zu richten. Und zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken und auch ganz herzlich begrüßen im Publikum Professor Dr. Ernst Langner, der heute da ist, der diesen Studiengang, den ich studiert habe, den Dr. Langner Jazz Master ins Leben gerufen hat und der diese Halle auch hier, diese wunderschöne Halle hier wirklich gebaut hat. Das ist doch schön, dass wir hier spielen können, oder? Ja. Vielen Dank dafür. Dann muss ich mich natürlich bedanken bei der gesamten Jazz-Abteilung und vor allem jetzt erstmal bei dem Organisationsteam. Das ist vor allem in Person von Michael Langkamp, der mir sehr viel geholfen hat, Wolf Kerschek, aber auch Matti Kaiser, der die Veranstaltung hier organisiert. Auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Dann hatte ich hervorragende Dozentinnen und Dozenten und Dozentinnen hier in Hamburg. Und stellvertretend könnte ich mal natürlich hier den werten Mann, der rechts neben mir steht, hier nennen. Das ist der Herr Dan Gottschel. Also vielen Dank an alle Dozenten, die ich hier haben durfte. Wenn ich mich bei den Dozierenden bedanke, dann muss ich mich natürlich auch bei den Studierenden bedanken. Ich glaube, so ein Studiengang lebt immer enorm vom Austausch unter den Studierenden. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Merkmale. Auch dafür an meine gesamten Kommilitonen. Herzliches Dankeschön. Dann, das hätte ich Ihnen vielleicht mal früher sagen sollen, aber das gesamte Konzert wird natürlich auch gestreamt im Netz, auf YouTube. Dafür verantwortlich ist der HFMT Webcast und für den Ton verantwortlich ist der tolle Martin, der da hinten sitzt. Vielen Dank an euch, dass ihr hier involviert seid. Dann möchte ich mich natürlich besonders herzlich bei meinen Eltern bedanken, die mich immer hier wieder unterstützt haben in jeglicher Form von Musik und jeglicher Form von Tat und egal wie schräg das auch ist, also dafür immer ein herzliches Dankeschön. Und zu guter Letzt eine letzte Sache noch, muss ich mich natürlich bedanken bei diesen ganzen werten Herren, die hier stehen und Damen, von daher ein herzliches Dankeschön, die stelle ich natürlich auch einmal vor. Wir haben an der Bassposaune und Tuba Felix Konrad. Ebenfalls an der Bassposaune haben wir Ingo Lahme. Aus Süddeutschland eingeflogen, Rainer Sell. Ebenfalls dabei Lisa Stick. Tatsächlich von der Originalbesetzung des Hans Kemper's Light Movements Orchestra auch auf der CD zu hören, Sebastian Hoffmann. Wir haben ebenfalls dabei Klaus Heidenreich an der Posaune. Und natürlich Dan Gottschel. Am Klavier hören Sie Jonathan Gebretensei. Am Bass, die beiden bilden zusammen die Bremen-Fraktion, Michael Haupt. Und am Schlagzeug der wunderbare Leon Salé. Also, ich bedanke mich bei allen Genannten sehr, sehr herzlich. Wir spielen jetzt ein recht langes Stück. Das Stück heißt Everer Moods, besteht aus drei Stücken.
insgesamt, ich kriege leider die Titel von den Unterstücken gerade nicht mehr zusammen, aber ich hoffe, das sei mir verziehen. Bei Anfrage kann ich die gerne nachreichen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen viel Spaß mit der Sweet Evera Moods und dem Slam Movements Orchestra. Viel Spaß!
I'm gonna go to the bathroom.
Yeah.
Thank you.
die Band Felix Konrad, Ingo Lahme, Rainer Sell, Lisa Schnick, Sebastian Hoffmann, Klaus Heidenreich, Dan Gottschel, Leon Saleh am Schlagzeug, Michi Haupt am Bass, Jonathan Gebritensal am Klavier und Keyboard. Mein Name ist Erik Konatz, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Thank you.